Die Bindehaut ist die äußere Hülle des Auges und geht seitlich von der Hornhaut weg. Sie ist immer gut befeuchtet und ist auch für die Befeuchtung der Augen zuständig. An der Bindehaut findet auch die erste Immunabwehr statt. Und die Bindehaut ist auch sehr gut mit Schmerzfasern versorgt. Das heißt, wenn irgendein Fremdkörper ins Auge fällt, dann würden Sie sofort merken und entsprechend die Augen schließen und versuchen zu reiben, versuchen möglichst den Fremdkörper zu entfernen. Die Hornhaut ist das Organ mit den meisten Nervenendigungen, Schmerznervenendigungen. Und wenn da nur ein kleines Teilchen geschädigt ist, ist das wahnsinnig schmerzhaft. Und als Reaktion darauf ist die Bindehaut gerötet. Also, das wäre ein Klassiker für eine Bindehautentzündung, begleitend durch eine Hornhautveränderung. Wenn jemand zu uns kommt und ein gerötetes Auge oder zwei gerötete Augen hat, dann kann das grundsätzlich eine Oberflächenveränderung sein. Wenn die Oberfläche betroffen ist, dann kann es eine Entzündung sein oder eine Infektion. Es kann ein trockenes Auge sein, es kann eine Allergie sein und manchmal kann es auch eine Veränderung an der Hornhaut sein. Wenn die Ursache für ein gerötetes Auge eine Veränderung im Augeninneren ist, dann ist es meistens gefährlicher. Es kann eine Entzündung sein, das heißt dann Iritis, oder es kann zum Beispiel auch ein erhöhter Augendruck sein, dass, wenn er ganz, ganz hoch ist, zu einer Rötung der Augen führt, aber meistens auch zu Schmerzen. Unabhängig davon, ob es die Oberfläche ist oder ob es im Augeninneren ist, Sie sollten auf jeden Fall zum Augenarzt gehen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn jemand zum Beispiel eine Allergie hat und es genau kennt, dann weiß er, was für Tropfen nehmen muss. Wenn jemand Kontaktlinsenträger ist und die Augen trocken werden und es irgendwie Fremdkörpergefühl macht, dann kann er die Kontaktlinsen rausnehmen, sich selbst beobachten und es wieder besser wird. Tränensalztropfen helfen da schon sehr gut. Aber wenn es nicht besser wird, es kann ja mal eine Infektion sein, die auch die Hornhaut betrifft, dann unbedingt zum Augenarzt gehen. Und lieber einmal zu oft als einmal zu wenig.